verarscht uns doch, das war ein Gespenst und keine Banshee! Aber wir hatten doch Gefriertemperaturen, wir hatten doch... What? Was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir sind rausgestürzt, okay. So. Bitte nicht joinen, das ist exklusiv für die Mädels. Alter. EMP war doch 4 anstatt. Also mir hat man gesagt EMP 5. Mich hat's aus der Lobby rausgeworfen. Na toll. Hört man mich wieder? Ja, wir hören dich wieder. Ja, wir hören dich wieder. Ich meine, ja, wir hören dich wieder. Es ist sehr interessant. Ich habe deinen Stream auch auf laut. Ich habe jetzt dreimal dasselbe gehört. Geil. Was war das denn gerade? Lustig war, es war keine Banshee, es war ein Gespenst. Ich dachte EMP waren, EMF war doch 5. Shinu? Also bei mir war es von 3. Was? Shinu, du sollst es nicht anlügen. Nein, ich habe gesagt, es ist 3. Ich habe es in den Raum geworfen. Und die im Raum war, die hat gesagt, Ausschlag. Ach ja, du ja, als ich drüber gelaufen bin, war voller Ausschlag. Aber es war ein Gespenst und keine Banshee. Voll ist rot. War es rot oder war es gelb? Es war rot. Vielleicht, weil sie draufgetreten ist. Who knows, war zu schwer, hab's kaputt gemacht. Who knows, aber ich habe Erfahrungspunkte gekriegt. Ich habe $35 bekommen. Wie viel? 35. Ah, ich dachte schon, du hättest mehr bekommen als ich. Ich hole mir meine starke Taschenlampe. Man kann dann cooles Zeug kaufen, das sagt das doch. Chichi, man kann dann cooles Zeug kaufen. Oh! Wer war das? Wir brauchen erstmal Taschenlampen. Hallo Archie! Wozu braucht Hallo Archie, Zeit? Danke für den Follow! Um Geister einzusperren? Ich weiß es nicht genau. Was will Chichi? Sie fragte wegen dem Salz. Wozu brauche ich Salz? Salz braucht man... Ich weiß gar nicht mehr, wofür man Salz genau brauchte, aber... Salz ist als Schutz da. Und du kannst, glaube ich, sehen, wenn jemand drüber läuft. Stimmt, dann kann man Fußabdrücke mit dem Infrarotlicht machen. Ich kaufe mal ein Salz. Und mal Räucherstäbchen. Es ist übrigens cool, wie ihr alle drei vor dem Whiteboard, alle zwei vor dem Whiteboard steht und ich fast gar nichts mehr sehe. Hallo, ich habe alles gesehen. Brauchen wir noch irgendwas anderes an Ausrüstung? Also ich habe jetzt mal noch Taschenlampen für jeden von uns reingeschmissen. Geht mal auf Hinzufügen, da könnt ihr das, was ihr gekauft habt, dann einfügen. Ich habe noch nichts gekauft. Eist sagt übrigens, wir sind interessante Geisterjäger. Also wir haben immerhin schon mal einen Unterhaltungswert. Immerhin. Ich bin voll arm. Mit $35 Gedöns kann ich mir doch gar nichts Gutes kaufen, außer ein Knicklicht. Mentas, was soll denn das heißen? Dann erst sagst du Banshee, dann raus, dann EMP5. Ja, was? Ich musste gerade mit einem Zuschauer schimpfen, wegen Backseat Gaming. Kein aktives Zuhören, bist raus.
Ich arbeite ja auch nicht mehr für Pure, da muss ich nicht mehr aktiv zuhören. Oh, Alanya, Feuerzeug. Feuerzeug macht Feuerzeug, erst... Alles Sinn. Nein, Feuerzeug macht erst Sinn, wenn Feuerzeug wir... Macht Sinn, wenn wir... Räucherstäbchen holen, scheiße. Ja, aber wir brauchen doch ständig... Wir brauchen noch Feuerzeug, wenn wir die Räucherstäbchen haben. Oder nicht? Ja, aber ich würde mal nur ein Räucherstäbchen einpacken, weil nicht, dass wir am Ende überhaupt kein Räucherstäbchen brauchen. Ja, man kann es ja auch im Transporter liegen lassen am Ende. Ich bin kein Typ, der gerne alles liegen lässt. Es ist mein Transporter, denk dran! Können wir jetzt los? Mhm. Dann let's fetz. Hier sind echte Profis bei der Arbeit. Und Eri, die kein Profi ist. Alles gut. Im Übrigen, Hinweis noch, wenn wir sterben, ist das Zeug, was wir gekauft haben, weg. Das solltest du mit Push-to-Talk sagen, damit sie anderen auch hören, die noch nicht da sind. Ich hatte Push-to-Talk gedrückt. Nope. Das hat man nur im Stream gehört. Und du warst noch im Ladebildschirm, dann funktioniert das nicht. Echt? Ja, yep, im Ladebildschirm funktioniert das Talking nicht. Echt, ey. Nicht lästern. Eri, du machst gerade sehr komische Gymnastik mit deinem Rücken. Heck. Ich weiß. Ich habe unser Gespenst gefunden, es ist Eri. Ich weiß, das Kreuz ist dann so verbogen und man kann laufen. Es ist mega geil, aber ich sehe halt nichts, ne? Wirbelsäule, was ist das? Aber die Mädels stehen voreinander, die eine starrt ihr direkt auf die Brüste. Sex Sells. So haben Chichi und ich uns kennengelernt. Jetzt entstehen Gerüchte, vielen Dank. Ich liebe dich, Chichi. Ich liebe auch dich, Shinu. Ich liebe euch beide. Also mit Monogamie hast du es nicht, ne? Hallo? Ich mag Otome-Sachen. Ich, monogam. Ich könnte mir einen ganzen Harem aus all den Boys zusammenschustern, die ich so aus Spielen kenne. Schätzchen. Und ich will den Bubble Tea. Das heißt, du musst sterben, wenn du den Bubble Tea willst. Definitiv. Also Chichi, nur damit du es weißt, Archie sagt, ein Bubble Tea darauf, dass Shinu stirbt. Ja, das nehme ich auch so. Archie, ich habe eben darüber überlebt. Alter, bei ihm im Ort gibt es 3 Bubble Tea-Läden. Das sind 3 mehr als bei mir im Ort. Ich hasse Bubble Tea. Trotzdem waren wir vorgestern nur im Wald nachts spazieren von 17 bis 23 Uhr. Ich glaube, Alanya hat wirklich den Ryoga-Orientierungssinn. Du solltest sie mal im Fahrzeug mitnehmen und ich immer mit dem Fahrrad hinterherfahren. Was ist denn das? Ich kann auch nichts dafür, dass ihr beiden euch so fett macht. Da macht einer Frühsport. Alter, den Van könnte man auch mal aufräumen, so wie es hier aussieht, oder? Boah, hör auf, mich an die Arbeit zu erinnern. Wieso die Arbeit? Weißt du, wie oft ich da gehockt bin, um irgendwelche komischen Sachen auf dem Boden aufzuräumen und auszuwischen? Hör mir bloß Und du bist ständig unter den Tisch deiner Chefs gekrabbelt, ja, ja. So entstehen Gerüchte, Shinu. Ach, das leider nicht. Definitiv. Außerdem, sie ist verheiratet. Das gehört leider nicht. Naja, so war ich da unter die Röcke meiner Kollegin gekrabbelt. Das ist irgendwie auch nicht besser.
Ein Traum für jeden Panty-Fetischisten, ne? Ja, hat was. Valonia. Wir sollten ja das nächste Mal ein Zugticket kaufen. Wie Archie hier einen selbstgemachten Bubble-Tea trinkt, Alter. Du Sau, du hast mir gestern keinen mitgebracht. Schäm dich. Sag doch mal Fluffy, sie soll dir Bubble-Tee machen. Und da ist dein Katzengewülle drin. Nee, danke. Andere Bubbeln kennst du halt nicht. Archie sagt gleich mal, man kann nicht alles beim ersten Treffen auspacken. Also, es gibt da Oh mein Gott! Es gibt da so Dinge, kann man, die nennen sich Blind Date oder One-Night-Stand, also man kann alles, ne? Wir haben Geister in einem Wald gesucht. Was hat es da oben mit diesem Audiosensor auf sich? Das haben wir noch nicht. Das ist, wenn wir halt einen Audiosensor haben. Ich weiß gar nicht, wie man das Ding nennt. Haben wir noch nicht. Wow! Ist nicht wahr, Eri. Du merkst, die Eri hat voll Plan von dem, was sie tut. Ah ja, wie immer. Typisch Telefondame. Was? Komm du mir mal nach Hause. Gerne doch, Süße. Du weißt ja gar nicht, wo ich wohne. Aha. Ja, aber auch nur, weil du mir zum Geburtstag kein privates Päckchen geschickt hast, sondern nur über Amazon. Ich hab dir was aus deiner Wunschliste geschenkt, das reicht doch. Ja, aber da steht dann immer nicht die Adresse desjenigen drauf. Ich weiß. Am Ende verkaufst du die noch für teuer Geld. Es reicht ja das Chichi. Lala, Chichi. Das Chichi, die schon kennt. Der Heck tust du? Sie schaut jetzt im Ausschnitt. Guck mal, Lanya fliegt. Ich bin wieder da. Martin. Willkommen zurück. Kann es sein, dass immer nur Kerle sterben in diesem Spiel? Nein, auch Frauen. Also, den Geist entdecken, ist klar. Dreckiges Wasser fotografieren, EMP-Reader, wir haben keinen Kruzifix. Ah, Mist, das ist das Einzige, was ich nicht gekauft habe. Ach, hätte ich auch noch einkaufen müssen. Alter, hat wirklich einer ein Feuerzeug gekauft, Leute. Real talk. Und zwei Tampons. Das sind die Räucherstäbchen, lass die erstmal liegen. Ich weiß. Und warum haben wir zwei Spiritboxen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch eine spendiert, dann kann einer noch mal eine extra nehmen, um sich mutig zu fühlen. Wer will die Kamera? Also ich habe wieder, Messgeräte. Ich nehme das Schwarzlicht und das Buch. So, wer nimmt jetzt noch? Ich habe bis jetzt nur Licht und Kamera. Ich habe den Fotoapparat. Das klingt komisch. Komm, Eri, red mit dem Geist. Oh ja, Eri redet mit dem Geist, definitiv. Ich bin voll, ich habe schon drei Gegenstände. Haha! Nein, Eri, aber du bist die Streamerin. Das heißt, du musst den Leuten ja auch was zeigen. Das heißt nur, ich muss mega Schiss und unterhaltsam haben. Also, warte, ich muss mega Schiss haben und unterhaltsam sein. Ja, und an vorderster Front stecken. Ich? Irgendwo an vorderster Front? Im Traum nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, die Geisterbox in der Hand. Kann das sein? Drück mal auf rechts und guck mal, ob es rauscht. Ja, hast du. Yay. Also ich habe jetzt auch drei Gegenstände, gell? Na dann, let's fest. Den Schlüssel habt ihr? Hab ich. Da liegt noch eine Taschenlampe. Hat irgendwer keine? Ich habe mir eine starke Taschenlampe mal gekauft. Ah, okay. Halt Leute, die nachts Angst haben, also Nachtangst, die kaufen nicht natürlich sowas.
klar, dass du gleich wieder hochrennst. Ja, vorhin war der Gast oben hier oben, der hat auf einmal 12 Grad, einer zu unterstützen. Ich möchte nämlich, Anna, mach mal die Tür auf, hoch. Ich habe immer irgendwie Probleme damit, immer noch. Ja, Temperatur fällt ab. 11 Grad. 8 Grad, 9 Grad hier vorne. Ich wechsle mal kurz. Habt ihr auch eben sowas wie einen Schritt gehört? Das werde wohl ja, das war ich sein. Glaube. Ich war gerade noch auf der Treppe. Ach so. Also hier sind 8,5 Grad, 6,3. Hier so im Babybett ist es recht kühl. Oder ist es nebenan? Nee, ist es hier irgendwo. Ja, es könnte einer den Teddy mitnehmen, wenn er noch Platz hat. Oh, wartet, hier an der Tür ist es noch kälter. Hier wird es kälter. Hier sind 2,6. Kann man da hinleuchten an die Klinke, Eri? Nope, keine Fingerabdrücke. Also jetzt sind minus 0,2 Grad hier. Gefriertemperatur. Hat einer die Geisterbox oder so? Hat jemand was? Die Spiritbox. Ja, die habe ich dabei. Es durfte nur einer im Raum sein, ne? Wartet mal kurz. Ich opfere mich dann mal, ihr müsstet nur mit die Tür zumachen, gell? Schreib ins Buch! Haut ab! Ah, jetzt ist Ausschlag da drin. Wie viel Ausschlag? Warte, keine Reaktion auf Herz die Box. Was? Also auf die Box gibt es keine Reaktion, hat nicht geantwortet. Ist hier jetzt gerade das Licht angegangen? Könnte sein, dass im es Flur, flackt. Dieses Ach kleine nee, Lämpchen? Die habe ich angemacht. Das schreckt mich nicht so. Sorry. Es klingelt. Ist das ein Telefon? Ja. Das ist dein Raum. Könnten wir kurz gehen, bitte? Wer von euch hat die Kamera für den Truck? Kamera habe ich, glaube ich, noch mit dabei. Ich habe die Box und die Kamera. Du musst die Filmkamera. Ja, du müsstest dann mal nochmal hoch und die auch platzieren. Achso, ich habe die Fotokamera. Alanya, hast du die andere Kamera? Nein, ich habe den Fotoapparat. Nee, komm mal, okay, ich hab's. Verdammt. Was für eine Kamera hast du? Die Fotokamera. Ich geh nochmal hoch und leg die Kamera in den Raum, wenn ich weiß, welcher das war. Das Kinderzimmer, oben Treppe nach links und mit F legst du ab. Fuck, da hat sich gerade eine Weinflasche in dem Raum durchgerollt. Ich hab das eben F jetzt reingebracht. Ja, ich gehe auch wieder raus. Das war mir auch ein bisschen zu strange. Also wir brauchen eine Kamera da oben. Ich habe das EMF reingeworfen schon mal. Ich gehe da auch gleich wieder rein, aber ich warte mal gerade einen kurzen Moment. Reaktion gerade bei 4. Meine Katze wird leider nicht so schnell kommen, Kabaril.
Die liegt gerade hier und schläft genüsslich zwischen dem ganzen Wahnsinn. Geht auf 2. Ach, die nimmt doch bestimmt. Reaktion steigt gerade wieder. Gut, ich warte noch mitten rein. Auf 4. Also ich bin hier bei dir. Ich kann das Temperaturmessgerät nehmen, das andere liegt oben im Raum, also wir hören es schon vorab laut piepen. Geht auf 0 und guckt mal bitte, ob im Buch was drinne steht. Ist das nicht süß? Ich opfer mich. Es kann nicht schlimmer als gestern werden. Du weißt, die Quotenschwarze stirbt zuerst. Keine Sorge, ist auf 0. Im Buch ist ein Kreuz und alles Mögliche drin. Okay, dann haben wir schon mal den Hinweis. Buch, es geht auf 2 Grad hoch. Wie lege ich denn die Kamera? Minus 10 Grad. Du musst hingehen. Mit links kannst du die Kamera drehen. Und mit F konntest du abstellen. Achso, und wir müssen ein Foto hier von dem Buch machen. Kommen wir mit dem Fotoapparat. Ja, wenn wir jetzt noch Geisterorb sehen würden, könnte es ein Jurei sein. Geisteraktivität auf 1, alles ganz chillig noch. Schön, dass ihr hochgeht, wenn ich gerade ins Haus gehe. Geht gerade also, auf 0. Ja, vom Buch bitte. Ja, ich hätte auch Licht angemacht. Also hier einmal das Buch. Und das Telefon könntest du und die Weinflasche hier. Die Weinflasche kannst du hier einmal fotografieren, die hat sich bewegt. Und das Telefon. Ich muss aber ein Foto aufheben, falls dieses braune Wasser kommt, weil das halt... Könntet ihr bitte das Licht im Zimmer ausmachen, sonst funktioniert die Nachtsicht nicht. Halt die Klappe, Mentas. Dankeschön! Ich hab auch die Tür zugemacht. Sehr nice. Also wenn ihr nochmal die Tür einfach so zumacht, ne? Eri, da steht was von Gesangsmodus, ne, meine Süße? Ja, aber wenn ich kein Lied kriege, kann ich nichts singen. Es gibt übrigens keinen Geisterorb. Also wir haben jetzt das Geisterbuch und Gefrierpunkt. Gefriertemperatur haben wir. Ich vergesse immer zu drücken, meine Fresse. Es könnte ein Jurei oder ein Dämon sein. Aber da wir keinen Geisterorb haben, wäre es dann wahrscheinlicher ein Dämon. Hatten wir IMF gehabt? Nee, ne? Wir haben aber auch keine Geisterstimmen. Auch kein Dämon. Da wünsche ich eine Ghostbuster. Habe ich es nicht verstanden? Seht, hatten wir jetzt EMF5? Nein, EMF5 hatten wir nicht. Aber ich sehe auch keinen Geisterorb. Das heißt, entweder ist das mit der Geisterbox nicht richtig gelaufen. Ich meine, ich kann auch mal reingehen mit der Box und nochmal mit dem reden. So ist es nicht, aber... Würde sich bitte jemand dann bei mir mit hinstellen? Na, da du ja diese Leuchtedings hast und ich die andere. Dann bleib ich mal hier und beobachte den Ausschlag, weil jetzt sind alle weg. Ich hab die eigentlich genommen, aber ich hab die nicht. Was brauchst du? Eri, kommst du jetzt? Oi, da ist einer Ghostbusters. Aber Leute, sie muss das doch mit Faudern singen.
alles, hör noch der Geist, oder? Was sagt ihr? There's something strange in the neighborhood. Who do you call? Ghostbusters! Drückt ihr die brav das Ding? Nee, ne? Ich hab brav gedrückt. Ich hab gedrückt. Lieber Ghost, rede mit uns! Dede, bist du da? Oh mein Gott, da ist ein gruseliger Schatten an der Wand. Wo bist du? Ist auf Null. Ihr müsst ihn mehr ärgern. Macht mal Tür auf zu und so. Hilft vielleicht. Also im Badezimmer will jedenfalls nichts von mir. Oh, es steigt. Aber nur auf drei. Langweilig. Wie war sein Name? Irgendwas. Warte, ich gucke nach. Richard Martin. Richard Martin. Ah, hier steht, man kann die Box in den Raum werfen, wenn sie an ist. Dann kann jeder reden, der im Raum ist. Ich hab mal eine reingeworfen. Wobei hätte es so witzig sein können, die direkt neben das Telefon zu werfen. Richard Martin, nein, rede mit uns. Minimale Ausschläge. Ich find's witzig, dass ich hier im Truck mit dem EMF-Gerät bin. Shinu, wenn du laberst, kann ich den Geist nicht hören. Richard Martin, rede mit uns! Mach mal das Licht aus. Der gute Herr Martin ist ganz schön unordentlich. Hier liegt überall verschiedene. Rede mit uns! Ekelzeug rum. Hallo? Hallo? Eri, wenn da was gekommen wäre, dann hätten wir schon Stimmen gehört. Tja, ich würde sagen, die Box können wir ausschließen. Also da kein Dämon. Die Ausschläge sind auch viel zu leicht. Wobei haben wir noch diese Rotlichtlampe, das Telefon, der Telefonhörer lag doch jetzt daneben. Vielleicht sind da Fingerabdrücke. Das Ding hat Eri. Wir müssen noch dreckiges Wasser fotografieren, ne? Kann sein, dass wir das nicht finden. Ja, ich hab schon geguckt, im Badezimmer war nichts. Kommt bitte jemand mit mir? Wer braucht denn Hilfe? Wer bin ich allein? Ich! Bin bei dir. Wer hat denn da so geschrien? Ich komme auch mit. Ich! Anna bleibt im Baden. Nicht so laut, Süße. Das kreischt man gerade. Hallo. Nee, das Telefon im Kinderzimmer. Also im Zimmer da hinten. Aber ich höre Wasserrauschen. Nein, das ist die Spirit Box. Danke fürs Autogramm. Tisch. Oh, oh, oh! Flackert! Licht flackert! Ich hab dezent geschrien. Auf
Ich hoffe, sie beerdigen meine Leiche anständig. Ich glaube, es war ein Dämon. Kommen die jetzt mit den guten Vorschlägen? Ich geflackert hat, ich hab hier voll Herzrasen gerade. Ich glaube, ich hab das Vieh sogar gesehen. Also bei der Kamera konnte man nichts sehen. Ich glaube, es war ein Dämon. Ja, also wir haben jetzt effektiv nichts Fotomäßiges. Das Wasser habe ich auch nicht gefunden. Ich war nochmal in einem anderen Raum. Wir haben jetzt auch nach wie vor nichts über die Box. Dann raten wir jetzt. Ich glaube, es war ein Dämon. Shinu hört mich ja. Alles kein Ding. Ich spreche aus dem Totenreich zu Shinu. Ich glaube tatsächlich, es war ein Dämon. Ich war in der Unterwelt. Shinu. Shinu glaubt, es war ein Dämon und sie wäre in der Unterwelt gewesen. Also, es sah aus wie die Unterwelt. Dämon glaube ich eher nicht. Archie sagt, es war keiner. Archie sagt, es ist keiner. Aber wir haben auch keinen Geisterorb gesehen. Ich glaube tatsächlich, es war ein Dämon, weil unsere Sanity ist ziemlich hoch gewesen. Dämon hat Erik gesagt. Der Chef aus dem Totenreich sagt Dämon, ne? Na, natürlich, auf Geister ist nicht viel Verlass. Es ist natürlich, auf den toten Chef ist nicht mehr viel Verlass. Der könnte natürlich jetzt alle in den Untergang reisen wollen, aber ist okay. Oh, hallo. Ich denke, wir müssen uns entscheiden, halt Dämon oder dieser Jurai, aber beides passt halt nicht hundertprozentig, weil mir beides fehlt. Warum starten die? Die haben ihn noch gar nicht identifiziert gehabt. Am Ende bin ich die Einzige, die hier irgendwas gewählt hat. Super. Super. Welcome back. There's some jobs ready for you. Oh, es gibt ein paar Aufgaben für mich. Ja. Hat mich jetzt sicher wieder aus der Lobby geschmissen. Er hat mich sicher wieder aus der Lobby geschmissen. Es war ein Dämon! Ja! I was so right, es war ein Dämon, ha!